Meine Masterarbeit wurde eine wissenschaftliche Publikation, weil mein Betreuer das Thema sehr spannend fand und schon während ich geschrieben habe, meinte, das sollten wir mal probieren. Und als die Masterarbeit dann fertig ist, haben wir sie in Kurzform eingereicht und dieser Prozess dauert sehr lange. Man kriegt immer mal wieder Anmerkungen dann von anderen Wissenschaftlern, die das Paper anonym lesen und Feedback geben. Und ja, nach mehreren Runden hat es dann irgendwann geklappt bei uns. Mein Rat, wie man als Studierende eine wissenschaftliche Publikation veröffentlichen kann, wäre, dass man sich zunächst eine gute Forschungslücke sucht in dem Bereich, in dem man studiert. Die stehen sehr oft in anderen Studien unten in der Diskussion. Da sieht man oft, was die AutorInnen dieser Studie vorschlagen, wo noch geforscht werden müsse. Das kann einen inspirieren. Und dann muss man natürlich einen Betreuer suchen, der gewillt ist, diesen Weg auch mit einem zu gehen. Das kann man sicherlich mal ansprechen. Und dann auch bei der Themenpräsentation. Es kommt dann ganz auf den Betreuer an, ob der sagt, ja, das versuchen wir zusammen. Es ist auf jeden Fall hilfreich, jemanden an seiner Seite zu haben, vielleicht auch einen Doktoranden oder eine andere wissenschaftlichere Mitarbeiterin an der Universität, weil man diesen Prozess eben erstmal verstehen muss. Ich arbeite derzeit tatsächlich gar nicht wissenschaftlich. Die Studie ist aus meiner Masterarbeit hervorgegangen. Das war so das Ende meines Studiums und jetzt arbeite ich als Volontärin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und möchte danach auch erstmal journalistisch weiterarbeiten. Ich kann aber nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann mal wieder wissenschaftlich arbeiten werde. Das hat mir großen Spaß gemacht und werde einfach mal schauen, was die Zukunft so bringt.